When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Ja, ich weine. Tränen gehören auch zum Alltag. Ja, warum weine ich? Ja, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, wegen der Fehlgeburt, wie das alles so gelaufen ist. Ich habe mich jetzt wirklich sehr lange nicht mehr daran erinnert und habe das auch nicht so in meinem Kopf durchgespielt, weil ich einfach das immer gut unterdrücken konnte. Aber heute kam das halt alles hoch irgendwie, weil eine Freundin von mir das irgendwie angesprochen hatte, nicht wegen mir, sondern wegen ihr. Sie hatte halt auch, und dann ja, kamen die ganzen Szenen nochmal hoch von damals. Ja, und das macht mich halt traurig, wie das alles so gelaufen ist. Generell alles, ne? Also nicht nur mit dem Baby, sondern auch mit meinem Ex. Aber manchmal denke ich mir, beziehungsweise nicht manchmal, also ich denke mir, dass sowieso das Buch unseres Lebens geschrieben ist von Gott und alles soll halt so passieren, wie es passiert und Gott wollte das so haben. Vielleicht auch, um mich zu beschützen vor was Schlimmerem, weiß man ja nie. Und vielleicht ist es deswegen passiert. Ja, also es gibt ja immer einen Grund, warum etwas passiert. Genauso wie neues Leben entsteht. Also wenn jemand stirbt, entsteht neues Leben, sagt man ja. Ist ja genauso wie bei meinem Vater. Alexandro kam im Januar auf die Welt. Und im Juni hat er sich das Leben genommen. Und Alexandro trägt ja den Namen von meinem Papa. Der ist ja Alexandro Giorgio. Irgendwie hat alles im Leben einen Hintergrund, warum es passiert. Aber trotzdem werden wir so den Sinn dahinter nicht verstehen. Ja. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Donnerstag. Und ja, ich habe jetzt Alexander in die Schule gebracht. Der hatte heute eine Stunde später. Ich werde ihn aber in 2 Stunden nochmal abholen, weil er heute einen Arzttermin hat. Ich bin heute ein bisschen entsetzt, denn ich habe heute Nacht von mehreren einen Screenshot erhalten, dass ich, es gibt eine Seite auf Instagram, die, ich lese euch mal vor, ich erwähne die Seite nicht, aber ich lese euch mal vor, was in der Beschreibung steht. Hier sind willkommen Diskussionen, Kritik, kein Hate, Satire, Humor und eine Menge Sarkasmus. So. Und dann wird ein Bild von mir gepostet. Ich guck mal, ob ich euch das zeigen kann, ohne dass ihr seht, wer das gepostet hat. Moment. Muss mal einmal eben suchen. Also, es wurde in der Story dieses Bild von mir gepostet. Also, Insta versus, was steht da? Versus Reality. No Filter. Was ist jetzt daran so schlimm, außer dass ich da in einer nicht schönen Pose gescreenshottet wurde unten mit meinem Doppelkinn, wo ich nicht so schön in die Kamera gucke? Also ich glaube nicht, dass ich Welten entfernt bin von meinem Instagram-Bild, weil das bin ich einfach, wenn ich mich schminke. Sehe ich so aus und ungeschminkt, glaube ich, ja, sieht jede Frau nicht, wie soll ich sagen, also ungeschminkt sieht jede Frau irgendwie so aus, ne, das ist ja die Realität, das ist ja normal, aber ich finde, was möchte jetzt diese Person mit diesem Beitrag sagen? Das ist Hate, das ist Mobbing, das ist nicht, hey, das finde ich cool, wie du aussiehst mit Doppelkinn und in der Realität. Nein. Ich finde einfach, das ist Mobbing. Und ich finde, es ist auch Hate. Weil, ja, damit wirst du gehatet und du wirst ausgelacht. So,
sorry, Speicherkarte war voll. Und das ist ja der Hintergrund von so einem Post, dass über dich gelacht wird, dass gehatet wird, dass gemobbt wird. Guckt euch das mal an. Ja, und sowas finde ich einfach nicht schön. Ich habe letztens ja schon mal in meinem Video gesagt, wie kann man nur die Zeit für sowas investieren? Seine Zeit, seine Kraft und alles. Also erstmal das und zweitens darf diese Person oder diese Seite das ja gar nicht machen. Also man darf ja rechtlich gesehen kein Bild veröffentlichen von einem anderen, wenn man nicht das Okay hat. Man muss ja erstmal gefragt werden. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand, sag jetzt mal Hunke Möller oder Deichmann, wenn die meine Bilder reposten wollen, dann fragen die mich und ich muss mein Einverständnis geben. Man darf einfach so keine Bilder vom anderen veröffentlichen. Das ist Fakt. Erstmal das hier, okay, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn es kein Mobbing wäre. Und zweitens ist es für mich ganz klar Mobbing. Es ist für mich ganz klar ein Hate und ein Mobbing. Und eigentlich kann man sowas anzeigen. Ich habe diese Seite jetzt angeschrieben. Ich habe geschrieben. Ich habe halt geschrieben, dass ich von mehreren jetzt einen Screenshot bekommen habe, dass du ein Bild in deiner Instagram-Story benutzt hast. Ich selber kann es ja nicht sehen, weil diese Seite oder dieses Forum privat ist. Dann habe ich geschrieben, erstens hättest du mich fragen müssen, ob ich damit einverstanden bin, dass du meine Person auf deinem Profil veröffentlichst. Und zweitens erwähnst du, dass deine Seite gegen Hate und Mobbing ist. Und im Gegenzug führst du Mobbing und Hate mit diesem Post aus. Kannst du mir das erklären oder soll ich das direkt bei der Polizei anzeigen? Also ich finde das legitim. Ich warte jetzt auf eine Antwort, warum diese Person das getan hat. Ich bin mal gespannt, was der Hintergrund was dahinter steckt, was der Hintergrund war. Und ja, mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh, so ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe Alexander nämlich vorhin abgeholt und dann hatte er einen Arzttermin. Jetzt sind wir zu Hause und es ist richtig am Regnen draußen. Man kann wirklich gar nichts machen bei dem Wetter. Oder vielleicht gehen wir gleich in so einen Indoor-Spielplatz. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, jedenfalls sage ich nur noch eine Sache zu dem Thema von vorhin. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich vorhin erzählt hatte darüber, aber ja, ich habe es einfach mal so meine Story gepostet und habe nachgefragt, was denkt ihr über dieses Bild? Was hat es damit auf sich? Was möchte der das gepostet hat, damit sagen? Und ihr wart natürlich alle einer Meinung, so wie ich. Na, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und naja. Auf jeden Fall wurden mir dann auch Screenshots zugeschickt von diesem Hater-Forum, von diesem YouTube- und Instagramer-Hater-Forum. Ich heiße da liebevoll Nikis Beauty World, die Shopping Queen. Ja, habt ihr mich aber durchschaut, ne? Bin ich eine Shopping Queen? Habe ich ja schon mal einen Titel, die Shopping Queen. Hab da toll hingekriegt. Ja, und da habe ich so Screenshots bekommen. Also da wird aufs Übelste abgelästert über YouTuber und Instagramer und nee, also ich habe mir das durchgelesen, so ein paar Dinge kurz drüber geschaut. Wie gesagt, ich befasse mich da nicht viel mit, was soll ich dazu sagen? Also man merkt, wie hasserfüllt diese Menschen sind, wie frustriert diese Menschen sind. Man merkt das von der Art und Weise, wie diese Menschen schreiben. Dass die überhaupt Zeit investieren und Zeit finden in ihrem Leben, sich mit sowas zu befassen, sich mit mir zu befassen. Also, Chapeau, was soll ich dazu sagen? Jedem seins. Macht euer Ding, macht das, was ihr wollt. Ja, also gut, bisher kannte ich dieses Forum nicht, jetzt kenne ich das, jetzt habe ich da auch mal reingeguckt und okay, jetzt weiß ich halt Bescheid und alles ist gut. Ich weiß nicht, was ich den Menschen tue. Ja klar, es kann dich nicht jeder mögen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also jeder hat so sein eigenes Denken und ich weiß nicht, was ich da so falsch mache. Und ja, wenn dich jemand nicht mag, dann machst du in dessen Augen alles falsch. Also von daher werde ich mich, wie gesagt, auch nicht mehr damit befassen. Ich fand es nur sehr amüsant, einmal drüber zu gucken und ja, that's all. Alexander hat hier noch ein halbes Brot. Hat nicht alles gegessen, aber ich habe ihn heute ja auch früher abgeholt. Das kriegt er jetzt gleich noch wegschmeißen. Ist nicht so toll. Ja.
Das ist übrigens jetzt seine Postmappe geworden. Die wollte er als Postmappe haben. Da ist ja immer dieses Hin- und Hergeschreibe mit den Lehrern. Aber hier ist nichts Neues drin jetzt. Und ich hatte gestern da einen Zettel reingetan, dass ich den heute um 11.40 Uhr abhole. Aber kein Alexandro da um 11.40 Uhr. Man kann ja nicht mehr in die Schule rein wegen Corona. Ich stand dann halt draußen vorm Tor und ja, die kam und kam nicht. Ich habe 15 Minuten gewartet, bis dann irgendwie eine Lehrerin rauskam und ich dann Bescheid gesagt habe. Und dann sagte der Lehrer, der hätte sich im Datum vertan. Also der dachte, morgen wäre das gewesen. Ach, und was ich euch noch sagen wollte, diese von Primark, die ich geholt habe, diese für die Wäsche. Ich kann nicht mehr hin. Verstanden? Was ist denn jetzt los? Und jetzt nochmal auf Deutsch. Das hier vom Primark. Das riecht so extrem. Der ganze Schrank riecht. Heute habe ich einen Pullover rausgeholt. Der riecht voll Ärger. Ein frisch gewaschener Wäsche. 1 Euro kostet das Ding. Also wenn ihr mal im Primark seid, holt euch das. Probiert das mal aus. Hab Wäsche gewaschen. Und Wäsche. Ach, und ich muss ja noch den Tipp nachgehen. Die Tipps, die ihr mir geschrieben habt, die muss ich noch nachgehen. Hier mit den, mit dem Fleck auf meinem weißen Kleid. Da muss ich noch mal gucken, was ihr genau geschrieben habt. Dr. Beckmann und Chlor. Chlor hatte ich doch schon, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also eigentlich wasche ich nicht oft. Wir sind ja 1,5 Personen. Ich lege euch mal ganz kurz hier rein. 1,5 Personen und meistens habe ich immer nur eine Wäsche, eine Waschladung in der Woche. An Buntwäsche und eine an Weißwäsche, also Handtücher und so. Mehr habe ich eigentlich nicht, weil wir haben auch 1,5 Personen. Wie viel willst du waschen? Wie ist das bei euch? Wie viel wäscht ihr in der Woche? Würde mich mal interessieren. Und gerade eben, wo die Kamera jetzt so hochgeschaut hat, da wo ich noch mit meinem Ex zusammen war, da hatten wir doch mal gesagt, dass wir da reingucken wollen, was da ist. Da oben auf dem Dachboden. Ich weiß nicht, ich traue mich irgendwie nicht. Ich habe Angst. Würdet ihr euch trauen? Würdet ihr da reingucken? Soll ich das mal aufmachen demnächst und euch mitnehmen und gucken, was da drin ist? Eieieiei. Vor allem hatte ich hier ja vor mir, bevor ich hier eingezogen bin, hat hier der der griechische Pastor gewohnt. Irgendwie ist das schon ein bisschen unheimlich, dass hier ein Pastor gewohnt hat. So, Wäsche aufhängen. So, Alexandra spielt jetzt mit einem Freund. Ein Freund von ihm ist da. Spielt ihr? Mhm. Okay, habt ihr Hunger? Soll ich Essen machen? Nein, noch nicht. Ich mach trotzdem mal, weil wir haben jetzt schon 15 Uhr. Bis die Pommes fertig sind, dauert es ja noch ein bisschen. Der Fußball ist ja auch cool. Indoor-Fußball. Jetzt haben wir den Teppich hier weggemacht, damit die mit dem Ding spielen können. So, ich mache den Jungs jetzt Pommes. Wollte eigentlich noch Würstchen dazu machen, aber der Eamon kann die Würstchen nicht essen.
jetzt ist ein bisschen Spielen angesagt. Alexandra spielt mit Eamon Nintendo. Was spielt ihr? Mario Kart. Ich hab... Zu zweit? Sollen wir ganz schnell machen? Weil für mich ist ganz... Gibt's nicht schnell, kann man nicht. Bei Mia kann man einfach so... Ich glaube, hier startet gleich eine Demo. Ganz viel Polizei vor der Tür. Okay. Wenn ihr spielt, dann spiele ich auch ein bisschen. Ich habe nämlich auch etwas runtergelernt die letzten Tage. Das finde ich ganz cool, weil ja, so ein bisschen Zeit hat man ja und so abends vorm zu Bett gehen und so weiter, da will man so ein bisschen abschalten. Und ja, ich gucke eigentlich so fast nie Fernsehen, gucke kein YouTube. Irgendwie habe ich da keine Motivation zu und ich habe mir jetzt so ein Spiel runtergeladen. Das heißt Wortbildstapel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige euch das mal. Moment. Oh, habe ich ein sauberes Handy. iOS oder Android runterladen. Und dann hat man halt hier so... Mach mal eben die Musik leise. Bisschen weiter weg. Dann hat man halt hier so einen Stapel und da muss man die Wörter erkennen. Hier haben wir zum Beispiel Panzer. Dann gehe ich so mit dem Finger drüber und dann ist das Wort weg. Hier hat man Kaninchen. Kaninchen. So, dann kommt hier automatisch Kuscheln. Und dann haben wir noch das Wort Paar. Also ich bin jetzt hier auch ganz am Anfang, das ist Level 3 gewesen. Hier ist Feiern, Kuchen, Kerzen, Party, ne? Party. Ja, das macht echt Spaß, das Spiel. Also, das spiele ich jetzt seit gestern gerne mal abends. Ich kann euch das gern mal unten in die Infobox verlinken. Dann ja, könnt ihr ja mal schauen, ob das auch für euch interessant ist. Wie gesagt, es heißt Wortbildstapel. Ja, so nach und nach bringe ich auch die Tüten vom Keller hoch, wo halt noch Sachen drin sind, die ich von Griechenland mir ausgesucht habe. Und hier habe ich eine Tüte gestern hochgebracht und ich gucke mal rein, was da drin ist. Hier ist auch schon ein Loch drin, ne? Ich denke nicht, dass dieses Jahr noch irgendwie Trödelmarkt stattfindet. Ich habe zwei Schirme mitgenommen, die fand ich schön. Guck mal. Der ist schön, oder? Schönes Muster. Ja, der hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe hier keinen Regenschirm. Also ich habe mir letztens in der Stadt noch einen, so einen kleinen 3-Euro-Regenschirm gekauft, weil ich Alexander von der Schule abholen musste. Und ich keinen Regenschirm hatte, es hat geregnet. Aber so ein großer ist ja was Feines. Was Feines. Ja, und noch ein Orangen. Jetzt habe ich auch mal Regenschirme. So, was habe ich denn hier noch? Ah, okay, also diese Kissen sind wirklich der Hammer. Ich schwör's euch. Das sind so orthopädische Kissen. Zwei Stück. Eins habe ich schon, was ich jetzt benutze im Schlafzimmer. Das hatte ich schon hingelegt. Das habe ich nämlich in Griechenland schon benutzt und habe das dann mitgenommen, unausgepackt und habe das in mein Bett direkt gelegt. Und hier ist das zweite Kissen davon. Das werde ich jetzt auch auswechseln. Die sind wirklich super, also tut euch einen Gefallen und kauft euch qualitative Kissen, damit ihr gut schlafen könnt. Natürlich müsst ihr auch ein gutes Bett haben, ne? Also guter Schlaf muss sein. Ach, und hier ist noch dieses eine andere Ding hier von meiner Mom, was meine Oma selbst gemacht hat. Das eine habe ich ja schon im Wohnzimmer liegen. Das ist jetzt dieser kleine Läufer, den würde ich im Flur jetzt hinlegen. Habe ich euch ja erzählt, das hat meine Oma selbst gemacht aus Schafsfell. Heftig, oder? Wie viel Arbeit. So, das kommt einmal raus zum Lüften. Und dann ziehe ich das
hier schon in den Spüle drin. Na super. Ich reiß einfach mal die Tüte auf. Das ist dann besser. So. Küchen und Utensilien. Kann man nichts falsch machen. Das muss ich aber einmal waschen. Was habe ich denn hier drin? Das ist ein Telefon. Ja, das ist ein Hausanschlusstelefon, wo ich das Reisebüro in Griechenland hatte. Von Philips. Ja, kann man immer gebrauchen, wenn das alte Telefon kaputt ist. Warum soll man das wegschmeißen? Ja, und hier sind auch noch Sachen von meinem Büro. Ganz viele Folien noch. Tacker, Stifte, Gymbings, Marker. Noch ein Telefon. Wo kommt das denn her? Oder wo gehört das dazu? Hier habe ich wahrscheinlich den Pass von meinem Papa. Den wollte ich behalten. Ja. Mein Papi. Mein Papi. Mein Papi, mein Gott. Ja, ich sag da jetzt nichts. Was ist das denn hier? Ah, okay. Die Sterbeurkunde von Papa. Ja, das war's. Und hier ist auch noch ein bisschen Bürokrams. Ja, das werde ich jetzt mal wegtun. Und hier ist auch noch eine Tüte. Was ist hier drin? Achso, Gardinen. Meine Mama hatte so viele schöne Gardinen. Hatte ich euch ja gezeigt. Sie hat das ja, sie hat viel ihrer Familie gebracht nach Trikala. Und die hier würde ich gerne behalten. Die fand ich ganz schön. Und dieses Muster. Wenn ihr das sehen könnt. Ja. Das sind zwei Stück, die wollte ich behalten. Ja, ich räume das jetzt alles mal hier weg. Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel